Ja, sehr geehrter Herr Dr. Lutz, sehr geehrte Frau Daniela Gerd von Malkotten, verehrter Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz, verehrter Staatsminister, lieber Carsten Schneider, liebe Minister, lieber Jörg Steinbach, lieber Guido Beermann, liebe Bürgermeisterin, liebe Abgeordnete des Bundes und des Landes und liebe Stadtverordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich kann meinen Vorrednern nur recht geben. Heute ist ein ausgesprochen guter Tag für Brandenburg und es ist ein sehr guter Tag für unsere Lausitz und ein sehr guter Tag gerade für Cottbus. Mit dem Spatenstich für die erste der beiden neuen Instandsetzungshallen der Deutschen Bahn für ICE-Züge nimmt ein Vorhaben sichtbare Formen an. Und es nimmt sozusagen auch Fahrt auf, ein Vorhaben, das uns eminent wichtig ist. Wir starten im wahrsten Sinne des Wortes ein Leuchtturmprojekt. Ein Leuchtturmprojekt für den Strukturwandel in der Lausitz. Und wir feiern gleichzeitig auch das erfolgreiche Ende einer Planungsphase. Wir hoffen natürlich auf einen reibungslosen Bauverlauf, der angesichts auch der Kriegsfolgen hoffentlich auch trotzdem im finanziellen und zeitlichen Rahmen bleibt. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und ganz, ganz herzlich willkommen hier in Cottbus. Und ich freue mich ganz besonders, lieber Bundeskanzler, dass Sie heute sich die Zeit für eine weitere Teilnahme hier auf diesem Gelände genommen haben. Das ist der dritte Termin innerhalb von 2 Jahren, wo ich Sie hier begrüßen darf. Und Sie können sich heute hier davon überzeugen, dass das Land Brandenburg die Mittel, die ihm im Jahr 2020 durch das Strukturstärkungsgesetz des Bundes zur Verfügung gestellt worden sind, sinnvoll in Brandenburg investiert werden. Und Sie können sich gleichzeitig davon überzeugen, dass es richtig war, es hat eine lange Überzeugungsarbeit gebraucht, aber dass es richtig war, dass der Bund wieder direkt in die Strukturentwicklung von Regionen investiert. Mit Mitteln des Investitionsgesetzes für Kohleregionen setzen wir heute hier einen Meilenstein für die Lausitz. Eine Lausitz, die in Zukunft ohne die Braunkohleförderung auskommen muss, die aber trotzdem, und das ist das Signal des heutigen Tages, eine Industrieregion mit guten und gut bezahlten Arbeitsplätzen bleiben wird. Die Lausitz, meine sehr verehrten Damen und Herren, wandelt sich. Aber die Lausitz bleibt die Lausitz. Die Lausitz behält ihre Identität als Industrieregion. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, macht uns stolz. Ein kurzer Blick zurück zeigt Stationen auf, die wir in dieser Entwicklung genommen haben. Und ich bin sehr dankbar, dass Frau Dr. Gerd von Malkotten auf die Geschichte dieses ja doch sehr historischen Standortes schon eingegangen ist. Aber als ich heute hier auf der Hinfahrt nach Cottbus war, habe ich mich auch an viele Runden erinnert, beispielsweise mit den Betriebsräten des Bahnwerks, Runden, die nicht immer einfache Runden waren. Wir erinnern uns noch sehr gut an die Zeiten, als das Bahnwerk mehr oder weniger auf der Kippe stand und als die letzten mehreren hundert Arbeitsplätze hier auch noch zu verschwinden drohten. Und deswegen bin ich heute wahnsinnig froh, dass wir den Grundstein für eine Erweiterung legen. Und dieser Grundstein ist der Grundstein für eine gute Entwicklung des Bahnwerkes, aber damit auch für eine gute Entwicklung der Gesamtregion. In den letzten Jahren haben wir uns des Öfteren hier auf dem Gelände getroffen. Wir haben die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung im Jahr 2019, die Vorstellung der ersten Pläne im Jahr 2020 und im letzten Jahr die Vorstellung der aktualisierten Planung mit einem doch
sehr rekordverdächtigen Zeitplan, der dahinter steht. Und ich bin ebenfalls sehr froh, Herr Dr. Lutz, dass das Eisenbahnbundesamt, nachdem es Ende 21 die Antragsunterlagen erhalten hat, den Spatenstich, wir heute so weit sind, dass der Spatenstich heute erfolgen kann und Halle 2 schon 2024 ganze 2 Jahre früher als geplant in Betrieb genommen werden kann. Hervorheben möchte ich auch, dass sich Verantwortliche der Wirtschaftskammern und die Bauherren verständigt haben, dass die heimische Wirtschaft bei der Realisierung dieses großen, für die Region wichtigen Projektes sehr stark mit berücksichtigt wird. Auch das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Umstand, der weiß Gott nicht immer und überall selbstverständlich ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mancher Tag steht für einen ganz besonderen Anfang. Heute ist so ein Tag, heute ist ein Tag, an dem wir die Voraussetzungen schaffen für Großes im wahrsten Sinne des Wortes. Aus der Baugrube, die Sie hier rechts von mir sehen, wird etwas erwachsen. Wenn die neue Halle erst einmal steht, ist sie mit einer Länge von 445 Metern und einer Breite von 26 Metern unübersehbar. Eine weitere Halle wird später folgen. Und auch für die Menschen in der Region, die man mit Milliardenbeschlüssen auf der Bundesebene nicht immer nur zu Begeisterungsstürmen bringen kann, entsteht etwas, das sie sehen können, das sie anfassen können und von dem sie dann wissen, es wird diese Region voranbringen. Die Menschen in Cottbus, die Menschen in der Lausitz sehen, es tut sich was. Das Bahnwerk, dessen Ausbau heute beginnt, ist ein zentrales Puzzleteil für das Gesamtbild der Lausitz als Modellregion für Klimaschutz und Wirtschaftswachstum. Auch weil insgesamt bis zu 1200 neue Industriearbeitsplätze entstehen und dadurch wegfallende Stellen in der heutigen Braunkohlewirtschaft, in der Braunkohleindustrie teilweise mindestens kompensiert werden. Der Ausgleich von wegfallenden Arbeitsplätzen durch neue, zukunftsfähige Stellen war immer und ist weiter für mich eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Strukturentwicklung im Zuge des Ausstiegs aus der Braunkohle. Wir sind gerade hier in Brandenburg auf einem Weg, der durchaus vorzeigbar ist. Ganz besonders möchte ich in diesem Zusammenhang die Kooperationsvereinbarung zwischen der Deutschen Bahn und der LEAG erwähnen. Ein erster Personalübergang ist im Zuge dieser Kooperationsvereinbarung bereits erfolgt. Insgesamt sollen in diesem Jahr bis zu 100 junge Mitarbeitende, die die Ausbildung bei der LEAG beendet haben, ein Arbeitsangebot von der Deutschen Bahn erhalten. Lassen Sie mich den heutigen Tag abschließend auf die Formel bringen, gerade nach dem zuletzt Gesagten: Die Braunkohle geht, die Bahn kommt. Der Strukturwandel in der Lausitz schreitet weiter erfolgreich voran und wird nun auch durch den Ausbau des Fahrzeuginstandhaltungswerkes der Deutschen Bahn deutlich sichtbar. Wir schaffen damit stabile Grundlagen, damit das Land und die Lausitz im laufenden Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Regionen in Deutschland und in Europa werden kann, zu Gewinnerregionen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.